Hallo, ich bin Carsten in Mülheim und wenn ihr Lust habt, könnt ihr mich heute gerne ein Stück begleiten. Hallo nochmal. Also ich stehe hier am Radschnellweg 1, der läuft da hinten lang, in Mülheim. Also der läuft ganz nah eigentlich bei mir zu Hause vorbei. Ja, ich habe mir eine kleine Tour heute zusammengebastelt. Von hier aus über den Radschnellweg nach Mülheim in die Stadt. Dann auf dem Ruhrtalradweg entlang weiter am Waldeneysee vorbei ungefähr bis Essen über Ruhr und dann soll es über den Kruger Radweg wieder zurück zum Radschnellweg 1 und dann wieder nach hier zurückgehen. Das wird so knapp unter 50 Kilometer soll es sein. Ah, und da oben ist ein Flieger. Ich mache mich jetzt aufs Rad. Mal gucken wir mal, was heute so passiert. Ja, der Radschnellweg 1 ist ja, mein Gott, schon wieder Flieger. Ja, Düsseldorf ist halt nicht weit weg. Ja, der Radschnellweg 1 ist ja eigentlich ein tolles, ehrgeiziges Projekt. Der soll ja einmal quer durchs Ruhrgebiet irgendwann führen. Fertiggestellt ist jetzt bis jetzt meines Wissens nur hier dieses Stück zwischen Essen und Mülheim. Wobei in Mülheim wird auf jeden Fall schon weitergebaut über die Ruhr hinweg. Aber das seht ihr dann gleich, wenn wir da sind. Ja, ich hoffe mal, dass der Radschnellweg bald mal auch in östlicher Richtung weitergeführt wird. Dann kann ich vielleicht irgendwann auch mal den Andreas Velotourer besuchen fahren. Schöne Grüße. Und den Frank natürlich auch. Ja, ich bin eigentlich recht früh los. Nur dann fiel mir unterwegs auf einmal auf, als ich die Begrüßung drehen wollte, dass ich die Speicherkarte zu Hause gelassen habe. Also musste ich wieder zurück. Ein bisschen ärgerlich, weil ich bin eigentlich extra früh aufgestanden, damit ich, wenn es voll wird, wir haben Karfreitag heute, ich glaube, jetzt bin ich über eine Schraube gefahren, wieder zu Hause bin. Hoffentlich war es keine. Naja, schauen wir mal. Werdet ihr sehen, wenn ich nachher einen Platten habe. Ich habe gar kein Flickzeug mit, fällt mir gerade ein. Ja, jetzt sind wir schon mitten in Mülheim. Hier im Hintergrund ist der Bahnhof. Also auch da ist man ganz gut angeschlossen an öffentlichen Verkehr. Also ich muss schon sagen, auf dem Radschnellweg kommt man auch wirklich mit dem Rad schnell von einer Stadt in die andere. Also ich meine, okay, jetzt in diese Richtung, also zur Ruhr hin, ist auch ja fast die ganze, also von mir aus fast die ganze Zeit ein leichtes Gefälle drin. Ja, und da hinten kommen wir auch schon auf das Ende oder auf das momentane Ende des Radschnellweges zu. Ja, und dann geht's erstmal runter Richtung Ruhr. Ja, wie gesagt, hier ist das
vorläufige Ende vom Radschnellweg. Hier hat man auch ein paar Löcher reingemacht. Ja, sieht eigentlich schon ganz gut aus. Da hinten geht es auf jeden Fall weiter. Die Brücke sieht auch so aus. Ja, bin mal gespannt. Ja, seht ihr, da hinten kommt auch schon einer von auf der anderen Seite der Ruhr. Nur da ist Ende im Moment noch. Ja, und hier am Ende des Radwegs ist auch ein Fahrstuhl installiert worden. Der ist nur leider ständig defekt. Aber heute habe ich Glück. Als ich letztes Mal hier war, da war er wirklich wieder defekt. Heute habe ich Glück. Heute läuft er wieder. Ja, mit dem Fahrrad im Fahrstuhl, das hat man auch nicht oft. Erdgeschoss. Tür öffnet. Jetzt muss ich erstmal sehen, da hinten ist die Ruhr. Ich will jetzt aber auch auf die andere Ruhrseite. Gucke ich mal, wie ich darüber komme. Jetzt geht es einmal um das Schloss Broich herum. Und dann sind wir schon fast wieder auf dem Rotalradweg. Ja, jetzt bin ich hier mittlerweile auf dem Rotalradweg. Aber mitten im Ruhrgebiet. Also mitten in der Stadt auch. Ist aber gerade wahnsinnig schön hier. Vor allen Dingen im Moment noch recht leer. Aber ich denke mal, das wird sich gleich ändern. In ein, zwei Stunden wird es dann hier auch voll sein. Aber solange genieße ich es noch hier. Erste Mal heute so richtig an der Ruhr. Hier balzen gerade die ganze Zeit Blässhühner und paaren sich. Schätze ich zumindest mal. Ja, und da vorne ist die Einfahrt zum Mülheimer Wasserbahnhof. Die darf man immer nicht verpassen, wenn man die Ruhr runterkommt, weil da gibt es ordentlich was zu trinken. Ja, ist schon gut, dass ich einigermaßen zeitig losgefahren bin. Hintergrund die Ruhrtalbrücke. Ja, kann sein, dass man das jetzt noch gar nicht sieht von hier aus. Oh, wunderschön heute Morgen hier. Ja, jetzt bin ich fast da an der Ruhrtalbrücke. Über die fahre ich im Moment jeden Tag zweimal drüber, wenn ich Ware zum Flughafen bringe oder vom Flughafen abhole. Aber das Schöne ist, jedes Mal, wenn ich über die Rothalbrücke fahre und dann auch mal einen Blick nach rechts oder links werfen kann, wenn nicht viel los ist, einen kurzen Blick natürlich nur, dann denke ich an solche Situationen wie jetzt zurück. Entweder wenn ich hier zu Fuß drunter hergegangen bin. Im Rad war ich hier noch nie, ist jetzt das erste Mal. Aber schon zweimal mit dem Kanu hier gewesen. Oder auch mit der Firma Betriebsausflug hier auf der Ruhr.
an solche Situationen denke ich dann zurück und das ist dann so ein kleiner Mikrourlaub, weil der Geist dann halt echt eine schöne Erinnerung hat für einen kurzen Augenblick. Letzte Woche hat es noch irgendwo geschneit, gar nicht allzu weit weg von hier. Also auch noch in Nordrhein-Westfalen und im Sauerland meine ich jetzt auch noch geschneit. Bei uns in Mahl, bei meinen Eltern, hat es einmal ganz kurz geschneit. Und ja, jetzt stehe ich hier in der Sonne mit kurzen Ärmeln. Ist schon lustig. Ja, ich fahre dann mal weiter. Jetzt bin ich an der alten Kirche in Windhardt. Ja, der Ruhrtalradweg, der führt auch nicht die ganze Zeit nur direkt an der Ruhr entlang. Er geht auch mal ein bisschen, ich sag mal, ins Landesinnere. So dass man auch mal ein bisschen was anderes zu sehen kriegt. Ist ganz interessant. Oh, St. Laurentius ist die Kirche. ...873 die erste Erwähnung. Nicht schlecht. Also die Berge bzw. die Hügel hier rund ums Ruhrtal, die kenne ich natürlich schon alle. Aber ich muss sagen, auch im Ruhrtal ist es echt schön. Ja, da sieht man jetzt gerade nicht so viel. Man macht echt Spaß hier zu radeln. Darf nur nicht voller werden. Also sind schon einige Leute unterwegs. Wir haben es jetzt 8:45. Ja, wenn mir das Malheur mit meiner Karte nicht passiert wäre, wäre ich bestimmt eine halbe Stunde eher dran. Naja, egal. Das wollen wir jetzt nicht den Tag versauen. Ja, und schon sind wir in Essen-Kettwig an der Schleuse. Mal kurz einen Blick riskiert und dann geht's jetzt weiter. Ja, irgendwie komme ich schon fast gar nicht mehr zum Filmen, weil hier ständig Leute unterwegs sind. Also, aber damit habe ich ja schon gerechnet, deswegen bin ich ja auch zeitig los. Aber die Idee hatten wohl auch andere. Ja, Campingplätze gibt es hier an der Ruhr auch genug. Also wenn ihr mal in der Ecke sein wollt und keinen Bock auf Hotel habt, funktioniert auch. Oh, ich glaube, wir sind jetzt schon in Werden, so wie es ausschaut. Ja, tatsächlich, hier ist schon Essen Werden. Hier die Stelle, die kenne ich. Da setze ich immer mit dem Boot ein, wenn ich Richtung Mülheim fahre, weil hier um die Ecke ist der Bahnhof Werden und da kann man ganz gut mit dem Boot hin, mit dem Bollerwagen dann vorne aufs Boot drauf und dann bis Mülheim, von da aus dann zum Bahnhof wieder weiter und dann mit dem Zug wieder zurück. Essen Werden ist, wenn man so will, auch das westliche Ende vom Baldeneysee. Und den fahren wir jetzt erstmal der Länge nach ab. In die Richtung geht es gleich weiter. Ja, da hinten ist schon Kupferdreh, wenn man so will, dann der östliche Anfang mehr oder weniger vom Baldeneysee.
Aber man muss echt sagen, hier am Baldener See langfahren bei so einem schönen Wetter am Feiertag, gar nicht so einfach. Weil hier gibt es Fußgänger, Fußgänger mit Hunden, Radfahrer, Inline-Skater und Segway-Fahrer. Und Skateboarder war auch noch dazwischen. Also musste ganz schön aufpassen. Aber noch geht's. Also ich habe es hier schon voller erlebt. Ja, mir fiel gerade ein, letztes Jahr, Ostern, beziehungsweise auch Karfreitag, war ich an dem Wochenende auch hier. Am Baldener See, da bin ich den Baldener Steig gewandert. Da gibt es aber kein Video von, weil mir der Baldener Steig nicht gefallen hat. Überhaupt nicht. Die hypen den hier alle so, ich finde den total schlecht. Und die weiße Flotte kommt auch vorbei. Fährt leer. Wenn der Verkehrslärm nicht wäre, ne? Ich bin jetzt fast wieder zu Hause auf dem Gruger Radweg oder Gruger Park Radweg. Da war an Film gar nicht zu denken. Da war die Hölle los. Da warst du mehr mit dir selbst beschäftigt, dass du nicht irgendeinen umfährst oder umgefahren wirst. Ja, aber wie gesagt, ich habe ja schon fast damit gerechnet bei dem Wetter. Ja, ich bin quasi zu Hause, da sind jetzt die ersten Häuser wieder. War eine schöne Runde. Ich hoffe, euch hat es ein bisschen gefallen und ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dahin sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal.